Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist Freitag, ich bin an der Motorworld. Ich chill hier mal wieder am Nachmittag und hier steht ein Transporter. Und ihr werdet mir, wenn ich es euch jetzt sage, nicht glauben, was drin ist. Deswegen zeige ich es euch jetzt, indem ich es filme. Alter Schwede. SLR Stirling Moss. Und direkt dahinter SLR MSO. Richtig geil. Alter. What the fuck? Jetzt stehen wir hier draußen rum. Alter, das ist so krank. Ich wünsche mir schon so lange einen Stirling Moss zu sehen. Und jetzt sehe ich den hier zusammen mit einem MSU. Alter Schwede. MSU ist jetzt in der Garage, aber hier steht noch draußen ein bisschen White Winkle hier. Kann man das Interieur auch mal zeigen. Das Ding ist so geil. Vor allem, dass ich mir schon so lange einen wünsche auf der Straße, vor allem dieses Jahr, da ist der Wunsch richtig krass geworden. Man muss es jetzt so unschaffen. Deswegen ist es halt erst recht ein richtig geiles Wort. Stirling Moss wird jetzt auch hier in die Garage gefahren. Sehr, sehr geil. Alter Schwede, ist das geil. Kleine Garagenrunde, GT2, das Ding, wo ich immer noch nicht weiß, was das für ein Ding ist. Hier ist schon mal der SLR MSO und da hinten ist noch der Stirling Moss. Und hier ist noch der Stirling Moss. So geil. Aha. Erster Spot hier, also erster Spot bei McLaren. 765 LT. Und da hinten, was sehe ich denn da? Geil. Oh yeah, F12. In Grau. Auch bei Blöchel steht was. 1,48. Aha, was haben wir denn hier? Ein Ruf. Sehr geil. Next Stop. Sorry wegen dem Roller. McLaren. Hier steht ein Lago. Hier steht 650S. 600 LT mal 2. Richtig geiler 675 LT. GT570. Hier haben wir auch noch was. Ja, hier geht's weiter. Noch ein 670 LT. Noch ein 720S. Und nochmal mit Nova. Nice. Und da haben wir hier. Geil. 39 Tour. Alter, ist der geil. Richtig geiles Grau. Braunes Interieur. Sehr, sehr geil. Okay, 356. Geil. Hier sollte eigentlich gleich ein random Ford GT05 fahren. Alter, ich hoffe, ich krieg den irgendwie. Da. Alter, ist die Qualität scheiße. Das ist der, den ich schon mal gesehen habe, MBK. Aber den werden wir nachher nochmal von der Seite da hinten irgendwo sehen. So, jetzt noch ein kleiner 600. Warte, noch Downshift. Kleiner 600 LT. Sollte Julian auch gleich kommen. Ich hoffe, hier kommt noch was. Irgendwelche Besucher von diesem Event, das hier gerade in der Zenithalle ist. Oder irgendwelche Autotransporter, die irgendwas anliefern. Oder irgendwelche Besucher von der Motorhold. Oder irgendwelche Besucher vom Drivers Club. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oder dass das Event irgendwie, was hier ist, dass es irgendwann aufhört. Es
Es wird wahrscheinlich erst heute Abend oder so sein, dass die ganzen Autos dann wieder eingeladen werden. Ah, ich will irgendwas sehen. Ich habe irgendwie übel Bock gerade. Hier ist der 600 LT von gerade und hier. Ah, Qualität, Alter. Der Ford GT. Auch von gerade. Der Nenlago. Wie heißt nochmal? 720S. Nenlago. Wurde jetzt hinfährt, weiß ich nicht. Ich denke mal in die Werkstatt, weil es jetzt schon gesperrt ist. Es ist jetzt 5:30. Ich denke mal, er wird in die Werkstatt gefahren. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Jetzt werden hier alle reingefahren. Hier sollte er kommen. Ja. Da ist er doch. Sehr geil. Hier geht's gleich weiter. 650S und hier ist noch ein Autotransporter. Ich werde, glaube ich, mal fragen, was da drin ist. So, jetzt waren wir noch bei Ferrari. Da haben wir noch einen SF90 Spider gesehen. Jetzt sind wir noch bei Semco. Schauen, was hier steht. Und es schaut ziemlich gut aus. Hier steht zum Beispiel ein BC. Hier steht Moira Roadster. Hier steht. Ah, oh, das ist scheißlich. Ja. Noch ein bisschen, ich glaube, das ist der lila, ne? Und hier noch Aventador Miura Hommage. Was ist da hinten? Ach, ist es der. Ich glaube, das ist der Königseck. One-to-One oder wie auch immer der heißt. Das ist ziemlich geil. Vor allem die drei Huayra sind sehr nice. Guten Tag. Es ist jetzt Samstag. Und. Es ist Nachmittag, Samstag. Nachmittag, meine Haare haben gar keinen Bock. Aber ich fahre in die Stadt für 2 Stunden zum Spotten. Und wir hoffen einfach, dass was geht. Und Sonntag steht noch ein Event an und Grünwald. Aber jetzt erstmal Samstag. Wettercheck. Blau mit ein paar weißen Wolken. Super. Ich hoffe, wir sehen was. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir noch irgendwas Geiles sehen. Also viel Spaß. Schaut mal, was ich hier Tolles gefunden habe auf meinem Weg. M6 V10 aus Andorra. Ziemlich nice. Ich hoffe, in der Stadt geht es gleich auch. Bayerischer Hof, Roda F12. Da hinten ist noch ein AMG GT. Aber der ist schon echt geil. GT3 von Kult Cars. Und das ist noch der F12. Nice. Aha, was haben wir denn hier? Der wurde mir auch noch geschickt. GT Black Series. Dürfte jetzt mein. Dritter sein, silberner, orangener und der. Nice. Nächster Stop. 4 Jahreszeiten. Was steht denn hier Schönes? 600 LT, performante Pista und 458 getunter. Und da hinten steht noch ein Aventador S. Alter, was habe ich denn hier Geiles gefunden? 964 Turbo. Silber. Uff. 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 Sehr geil. So, ich bin jetzt an der Kreuzung. Ich bin jetzt hier für ungefähr 2 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist. Und ich hoffe einfach, dass irgendwas geht. Und dass ich noch irgendwas Geiles sehe, ist auf jeden Fall sehr. Wisst ihr, was traurig ist? Hier geht nichts. Da hinten kommt ein FF. Glaube ich zumindest. Wenn es einer ist, dann kann ich ihn für euch filmen. Aber hier geht echt ziemlich wenig. GT3, Portofino, sowas, aber mehr nicht. Alter, klingt der geil. Nice. So, wir wurden zum Bayerischen Hof gerufen. Also wurden wir nicht, aber man hat uns die Nachricht geschickt. Also mir eigentlich nicht, aber ich habe es einfach mitbekommen, dass hier ein schwarzes VJ steht. Und dann, deswegen bin ich jetzt hier, mach Bilder von dem und nochmal von dem F12. So, hier ist er, matt schwarzer SVJ Roadster vor einem schwarzen Urus aus Augsburg. Und hier hinten steht immer noch der F12. Und nehme ich auch mal ganz kurz rum. So,
ist er. Das ist definitiv kein Rosso Corsa, das sieht aber jeder. Dazu muss man sich nicht auskennen, aber der ist saugeil. Halt die Fresse! Ja, acht. Oh Gott, hier ist ja gerade voll viel los, ey. Wir sind wieder an der Kreuzung. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch habe, aber es wird schon ganz langsam dunkel. Ich hoffe, hier kommt noch was. Mit Eltern. Hier kommt noch was. Es fehlt noch so ein Highlight. Der ist richtig geil. Was macht er? Sehr, sehr geil. Oh, geil, Flat Six. Glaube ich zumindest. Und danke für das Getränk. Ich krieg nicht alles, aber einen Schluck. Das ist ja nett. Na, Julian. Hallo. So, jetzt wackel ich, halte mein Handy ziemlich komisch gerade. 488. Geil. Ein schneller Turbo. Nice. Ich finde das schon nice, hier was so rumfährt. Sehr nice. Und hier sollte gleich auch noch ein Lusso kommen. Oh yeah. Übrigens gibt es hier 3 RS. Alter, der sieht so nice aus. Uff. Und jetzt durchdrücken. Bitte, für mich. Das reicht. Sehr, sehr geil. Wen haben wir denn da? Oak Green. GT3. Touring. Ob das richtig war? Ja, das ist true. Mein Gott, war der schlecht. Oh, sehr schön. Sehr schön. Aber ich habe doch hier gerade noch einen V12 Ferrari gehört. Ah, hier. 812. Grau. Oh, sehr geil. Genauso wie der hier. Ah, ich werde da rein. Oder doch nicht. Ah, sehr schön. Wenn ihr parkt, dann kann ich ja noch mal kurz Bilder machen. So viel dazu. Ich bin umsonst abgestiegen. Ich drehe jetzt noch mal eine Runde nach Hause. Also ich drehe eine Runde und wenn ich anstatt die Runde zu verrunden, runde ich nach Hause. Was man so auf seiner Runde nach Hause noch findet. 75S Spider aus Zürich, aus der Schweiz. Nein. So, ein letzter Blick zum Bayerischen Hof für heute. Der SVJ steht noch. Schwarzer SVJ Roadster. Urus, AMG GT. Ansonsten denke ich nichts. Ach, der große F12 hat hier auch noch geparkt. Und das ist, was ich gerade gehört habe. Ein weißer Hufer. Hier steht er. Ein weißer Standard-Hufer. Kann werden auch leider immer selten. Der letzte Spot von der Abendrunde. Ups, was ein Scheiß-Zoom. Kameramann des Beider. Habe ich auch schon öfters gesehen. So, das war es mit dem heutigen Tag. Samstag, ich bin ganz rot in der Fresse, weil ist kalt, ist Abend. Morgen früh geht's ganz früh, ich werde so um 7 aufstehen, geht's ganz früh zur SR Racing, weil da fängt dieses Cruise Fire, glaube ich, ist das Event an. Was ist da jetzt hier? Genau das wollte ich sagen. Ah! Ja, 8. Genau das wollte ich sagen. Ich bin morgen auf dem Event ganz in der Früh und dann sehen wir uns da wieder. Aber für euch ist das gleich, für mich ist das eine Nacht. Also bis gleich. Guten Morgen.
Good morning in the morning. Ich trage schon wieder meinen Roller. Es ist jetzt kurz vor 8, so 7 vor oder so. Ich muss um 8 an der U-Bahn-Station sein, weil da kommt man in der U-Bahn. Dann muss ich erstmal kurz U-Bahn fahren. Dann werde ich da von Julian abgeholt und dann fahren wir zum SR Racing, zu der Cruisefire-Ausfahrt. So, da sind wir. Wir sind jetzt. Also hier ist SSR Performance. Da gehe ich jetzt hin. Da fahren wir gleich alle rein. Aber jetzt schauen wir erstmal von außen in den Showroom rein. So, ich schaue jetzt als erstes mal hier, was hier so steht. Und es fängt gleich schon an. Ein M4 DTM. 300L. Ah, 300L, genau. 300SL. Ein sehr, sehr schöner Resto-Motor. Sehr schöner 356 Spitzer und ein sehr geiler Geberdino. Da jetzt einen richtigen Eingang gefunden. Okay, doch nicht. Rote 1X. Sehr nice. GTR, denke ich. Oder es kann noch sein, dass es einfach ein AMG GT ist mit Bodykit. Das glaube ich sogar. Keine Ahnung. Noch 4,8 hinterher. Langsam geht's ja ab. Okay. Chiron Plus Boss. Das war so random. Alter, jetzt kommt's langsam. Gerade kam Aventador SV und Bugatti, das kommt noch McLaren. Und Svechale sogar noch dazu. Und noch ein McLaren. Da hinten kommen jetzt. Kommen jetzt noch mal ein paar. Huracan, RWD, R8, GTS, Maserati. Sehr nice, dass jetzt hier langsam alles kommt. Und es geht direkt weiter. Kommt noch irgendwas? Ah, Gallardo. GTE 488, Gallardo. Boah, es ist so kalt. Schon krass. Noch ein 488. Dürfte jetzt der dritte oder vierte sein. Ich glaube schon der fünfte. Ich habe keine Ahnung. Es sind so viele da. Das dürfte der Rentec GTE sein. Der ist irgendwie bei jedem Event dabei. Deswegen würde ich das nicht wundern, wenn es der ist. Warum ist das unscharf? Ja, das ist der. Schärfer geht's nicht, tut mir leid. Kommen gleich wieder ein paar. Kann dich nur so ein Soll auch so weitergehen, sehr gerne. Ich glaube, die haben noch Platz und es wird auch noch was erwartet. Also mindestens ein roter 458. Sehr nice. Bitte kommt noch mehr, bitte, bitte. FF und da hinten rennen sich schon für irgendwas. So, die Setting Crew ist jetzt auch da. SVJ SDO 765 und jetzt noch Englisch 6.0T in Grau. Jetzt aber ja TDF. Nice, hatten wir schon mal in dem Vlog dieses Jahr. Also schon mal. Portofino. Und was hat er denn mit seinem Aventador S gemacht? Oh Gott, oh Gott. Naja, mir ist wurscht. Aventador ist es, Aventador ist, auch wenn es ein Westspec ist. Nochmal eine Ladung. GT3 992, GT3 RS und 600 LT
Nice. Noch ein GT3 RS. So viel ist auch schon irgendwie der siebte oder so sein. Keine Ahnung, hab nicht gezählt. Und GT McLaren. Hier ist einiges los. Einiges los. Da sind sie doch. Die SLR, MSU und Stirling Moss. Nice, sehe ich die auch noch mal richtig fahren. Nicht nur so vom Hänger in die Garage. Schön. Schönes Speck. Jetzt kommt der tausendste 488. Wir werden immer mehr 488. Und 458 soll auch noch kommen. Der R8. Und der 458. Ah, da steht R8. Scheiße, jetzt kann man es nicht sehen. Na, ist wurscht. 458. Hier stehen sie jetzt alle. Also alle. Von da hinten bis hier. Überall stehen sie alle. SLR. Stirling Moss nehmen. MSO. Dann steht hier auch noch eine ganze Menge. Das ist schon echt geil. Lol, hier kommt noch ein 918. Geil. Jetzt sind sie alle rausgefahren. Und dann standen da noch plötzlich noch welche, die da irgendwas gefilmt haben in der Einfahrt. Und dann stand da einfach noch der 918. Das war ziemlich geil. Jetzt frühstücken wir was beim Bäcker und dann geht's nach Grünwald. So, wir haben jetzt doch noch einen kleinen Zwischenstopp an der Motorworld bzw. am Drivers Club gemacht. Weil erstens wollten wir schauen, ob der Bäcker auf hat. Und zweitens steht hier ein 300 SL Roadster, ein dunkelblauer meine ich. Und da gehen wir jetzt noch schnell hin und machen ein, zwei Fotos, weil man kann ja nicht drauf, aber man kann ja von weit. So, da ist er jetzt. Hör mal auf mit dem Zaun zu wackeln. Da, dieser 300 Roadster Qualität ist auf jeden Fall wieder. Und nochmal von hinten. Gerade wurde mir noch gesagt, dass hier zwei 300 SL stehen sollen im gelben Teil. Deswegen schaue ich hier gerade nochmal runter, weil ich meinen 300 SL will schon gern sehen. Haben wir gerade erst eingesehen, dunkelblau, aber noch mehr wäre natürlich sehr geil. Alter, schaut euch das an, sind die geil. Ein silberner Roadster und ein blaues Coupé. Blau Metallic, hellblau Metallic, sehr schön. Alter, ist ja geil. Ich gehe natürlich nicht jetzt einfach wieder hoch und drehe noch eine Runde hier. McLaren steht in 720S, nein, da stehen noch mehr. Ich meine, es kann ja immer was Neues dazukommen, ne? Wie zum Beispiel in der 720S. Aber ich denke nicht, dass noch irgendwas anderes dazugekommen ist. Interessanterweise steht aber er hier immer noch hier. Hier. Der F12 von gestern. So geil, F12 ist echt underrated. Aber er hat kein Carbon. Ich weiß gar nicht, ob man das bestellen konnte. Aber wenn, dann hätte ich es gemacht. Hier in der Motorworld. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat sich nicht so viel verändert. Aber den haben wir gestern noch
beim Reinfahren gesehen. Der ist ziemlich nice. Lol, was steht denn hier? Pista MXX. Ich habe den mal in der Max gesehen. Ich weiß nicht, ob der verkauft wird oder nicht. Keine Ahnung. Und hier sehe ich endlich mal die Kennzeichen von denen hier. Vom 8C und vom 4C. Aha, was denn da? Carrera S. Ich habe es doch hier gerade. Ah, da. Da kann man es besser sehen. Im Spiegel. Und hier sieht man immer noch den 400 GT. Exclusive Series ist noch da. Der ist, glaube ich, auch noch nicht lange. Oh, sorry. Geil. Offiziell auf der Straße ja. Die beiden. Der eine, der Roadster, ist schon drin, aber der Coupé wird gerade aufgeladen. Kann ich auch noch mal kurz näher rangehen. Was steht denn hier? Ach, Kinder. Sehr geil. Die 2-3 und das Roadster und das Coupé. Und hier Matching Colors mit dem LKW. So, wir sind inzwischen in Grünwald angekommen. Hier wird schon irgendwie schon wieder irgendwas verbrannt. Und hinter mir steht ein Rolls-Royce. Mal schauen, ob irgendwas geht. Das ist ja jetzt der letzte Tagesspotting in diesem Vlog. Naja, hoffen wir einfach mal, dass ich was sehe. Aber es ist schon wieder mit meinen Haaren los, Alter. Nice Zweck auf jeden Fall. So, das war's jetzt erstmal mit Grünwald, weil hier geht irgendwie nichts. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt als nächstes machen, ob wir überhaupt noch was machen. Aber jetzt geht's erstmal weg von Grünwald. Kleine Planänderung. Wir wollten eigentlich Sebi nach Hause bringen, aber jetzt steht hier Monster in der Stadt. Und deswegen sind wir jetzt ganz schnell in die Max gefahren und der sieht so hammergeil aus. Ich glaube, das ist der geilste, den ich bisher gesehen habe. Hier weiße Endrohre, weißes Exterieur, 14, schwarz und rundet in blau, genau wie vorne das gleiche Blau. Das sieht so geil aus vorne. Alter, sieht der geil aus. Innen schwarz mit so einem dunkelblauen Rennsitz, der ziemlich, denke ich, an so alte Rennwagen erinnern soll. Ziemlich wild. Nächste Planänderung. Sind doch nicht in der Max gechillt oder halt in der Nähe hier in der Max, sondern wir fahren jetzt wieder zum Motorworld, weil dann Vanquish Volante, Zagato Volante steht. Mal schauen, ob wir den noch bekommen. Sind jetzt an der Motorworld angekommen. Wie es ausschaut, haben wir den S-Martin Zagato noch. Also wir haben ihn noch gesehen, aber als wir dann das Auto geparkt haben, haben wir dann noch einen Sound gehört und das war der anscheinend, weil jetzt steht er nicht mehr da. Naja, Black Series sollte noch da stehen, C63, aber wir haben halt übel verkackt. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Also ich meine, wir haben ihn ja gesehen, es hat ihn auch jemand beim Rausfahren gesehen, das Video, das kann ich euch reinschneiden, aber ich habe halt jetzt keine Bilder selbst gemacht. Ich habe halt nur die Bilder, die beziehungsweise das Video, was der Typ halt gemacht hat. Naja, ich habe ihn gesehen, das ist das Wichtigste. Schade. So, hier ist ja Black Series. Wenigstens steht der noch da. Zeige ich euch mal. Schwarz natürlich. Ich finde die Spec eigentlich ganz nice. Also die Felgen finde ich gut. Nicht die schwarzen. Die Dings, ich weiß nicht wie das heißt. Finde ich jetzt nicht so. Super, sorry. Aber an sich gefällt. Hier hinten auch ein Parkplatz.
Turbo und 570. Sorry. Nice. So, wie ihr gesehen habt, bin ich schon wieder in der Stadt bei Monza. Was ich jetzt als nächstes mache, weiß ich nicht. Ich werde jetzt wahrscheinlich hier noch so 5 Minuten bleiben. Meine Haare haben auch keinen Bock mehr. Aber naja, ich werde jetzt noch 5 Minuten bleiben und dann fahre ich, denke ich, in die Max. Bleib da dann noch so 20 Minuten oder so. Dann fahre ich heim. So, ich bin jetzt wieder an der Kreuzung. Ja, ich hoffe, es geht noch was. Ich weiß nicht, wie lange ich noch bleibe. Ich denke so 10 Minuten, 10, 15 Minuten. Dann fahre ich heim. Und Schilder geht halt jetzt nicht mehr so viel. Und geht halt auch nicht mehr so viel. Das Einzige, was noch steht, ist der Monza. Und ich will da halt nicht ewig gammeln. Deswegen bleibe ich jetzt hier. Weil vielleicht kommt ja noch irgendwas. Und ja, dann war es auch eigentlich mit dem Vlog, weil, ja, keine Ahnung, es ist halt Sonntagabend, da geht nicht mehr viel. Und wir waren ja jetzt auch viel unterwegs, haben viel gesehen und so. Naja. Ich hoffe, ich sehe noch was. In ein paar Minuten. G500. 4x4. Rot. Keine weiße Folie oder Lackierung. So, für mich geht es jetzt langsam nach Hause, aber ich werde auf dem Weg noch so ein bisschen schauen, ob noch irgendwo was steht. Hier steht noch ein ziemlich nice Aroma. Ich denke mal, das ist Blue Pozzi. Ziemlich geil, aus Wien. Am 4 Jahreszeiten ist immer noch die Kombo von gestern, also nicht mehr ganz. Was fehlt, der Pista fehlt. Und dafür ist er einfach zugekommen. Huracan ist noch da. 458 ist noch da. Ah, Z8. Der 458 fährt los. Aber noch ein schönes Finale. So geil. Alter. Ja, wahrscheinlich letzte halt heute. GT4 und so ein richtig komischer Käfer. Naja, jetzt geht's zurück nach Hause. Ich meine, dass ich den schon mal gesehen habe dieses Jahr. Aber da war er auf jeden Fall lang nicht so dreckig, wie er jetzt ist. Da waren es noch schöne silberne Felgen, aber trotzdem sehr geil Aspekt. Ferrari 208, oder? Ja, doch ist es. Sehr geil. So, das war's jetzt mit dem Vlog. Das war einfach ein total krasses Wochenende. Ich meine, es ist Oktober und das war trotzdem einfach absolut krank. Natürlich lag das an mehreren Events auch, aber so überhaupt, das ist richtig geil. Freitag, Motorworld, bin angekommen, Sterling Moss und SLR MSO. Das war schon richtig krass. Dann am Samstag SVJ war, glaube ich, das Highlight. F12 habe ich gesehen. Wingless GT3 RS, es war auch ziemlich nice. Und jetzt heute Sonntag war am allerkrassesten. Als erstes die Cruisefire, also Cruisefire, das Event. Das war richtig geil. Die sind dann als Kolonne rausgefahren. Da habe ich dann auch gefilmt, aber da war mein Handy nur auf dem Boden, wie ihr gesehen habt. Und wenn ihr die ganze Kolonne als Video sehen wollt, schaut euch das Kolonnenvideo an. Das habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Highlights waren bei dem Event der Chiron Pur Sport, dann F12 TDF Aventador SV. Dann waren natürlich auch da die zwei SLR dabei. Also es war richtig krass und dann ist auch noch der 918 am Ende rausgefahren. Das war ziemlich geil. Dann sind wir zur Motorworld. Da stand ein blauer 300L Roadster. Dann waren dann noch ein 300L Coupé und ein Roadster. Den habe ich erst in der Garage gesehen. Dann habe ich die noch auf der Straße gesehen. Die wurden eingeladen.
Und am Ende haben wir sogar noch Monster gesehen und ein Vanquished Zagate Volante, wo ich halt leider selbst keine Bilder habe, aber der Typ, der da stand, der hat ja Bilder und das ist quasi für mich so ein Bild, für mich einfach so. Also es waren so die Highlights, es war ein absolut krasses Wochenende, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, auch das hier so zu drehen, das Video. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.